So Leute, die absolute Möglichkeit. Ich habe schon angekündigt, dass jetzt die Post-Kippen-Review-Ära folgt und ich melde mich direkt mit der ersten Review. Heute reviewe ich dieses Nivea Deo und habe Folgendes dazu zu sagen. Also, sieht im ersten Moment sehr gut aus. Ansprechendes Design, ne? Vermittelt irgendwie so ein erfrischendes Gefühl. Fresh, pure, 0% Aluminium, langanhaltende Frische. 48 Stunden Protection. Soweit so gut von der Idee her. Ne? Hier nochmal die Zutaten, bla bla bla, Hautprobalance, klinisch getestet. Alles schön und gut. Kann auch keine Hautirritation auf der Achsel feststellen, konnte ich mit anderen Deos aber auch nicht. Das Problem an der ganzen Sache. Ne? Egal, ob die Achsel vorher schon ein bisschen gerochen hat, man sich bewegt hat oder so und das Zeug benutzt, oder ob man frisch aus der Dusche kommt und das dann präventiv aufträgt, es bringt absolut nichts. Ja, stinkst du vorher, stinkst du weiter, stinkst du nicht, trägst es auf und schwitzt, stinkst du auch. Ja, also ich bin jetzt zum Glück nicht der Typ, der wie so ein Puma rumläuft so und dann seinen Duft überall da versprüht auf eklige Weise, aber auch ich merke, dass das ein absolut sinnloses Produkt ist. 48 Stunden Protection, kompletter Quatsch, ist nicht mal eine Sekunde Protection. Größter Müll, den ich hier hatte, werde ich nie mehr kaufen. Nivea Fresh Pure 0%, 0 von 10 möglichen Punkten.